So, kommen wir zum wahrscheinlich oder zum mit Sicherheit letzten Best of Three für heute. Kommen wir zu Ryang links unten in der Ecke auf Nimbus und Velmu rechts oben als Protoss gespawnt. Ja, als was denn auch sonst, bitte sehr. Ja, wir haben ein bisschen Verspätung. In 10 Minuten sollte schon Schluss sein. Aber gut, was soll's? Soll euer Schaden nicht sein. StarCraft 2 am Freitagabend. Was kann es Schöneres geben? Auf geht's, ab geht's, würde ich sagen. Fest steht, wer jetzt rausfliegt, wird sich richtig in den Arsch beißen. Und wer weiterkommt, ja, der kann auf jeden Fall gut schlafen. Um 12 Uhr geht es ja schon wieder weiter. Ryang startet mit dem CC First, 15er CC. 14er war es, 14er CC. Warum? Weil das kann, nein, auf Nimbus ja durchaus nichts Ungewöhnliches, mit einer schnellen Exit zu starten. Ist hier sicherlich auch der Favorit, aber welcher Koreaner ist nicht Favorit gegen die Foreigner? Sicherlich doch die meisten. Ja, zwei Barracks und das verrät eigentlich auch schon, dass da ein Command Center sein muss. Kein Gas, dass er da erstmal ein paar Units durchdrücken möchte, um nicht zu anfällig zu sein gegen einen frühen Poke. Kommt selten vor, kann aber vorkommen und das würde dir sonst einfach das Spiel kosten als Terraner. Durchaus schon passiert und durchaus sogar schon selber so gemacht. Ein paar gierige Terraner bestraft. Ärgert sie immer wieder, aber ich meine, umgekehrt ist es ja genauso, wenn der Protoss da mit Nexus First kommt. Ist in dem Fall ja nicht, aber auch dann gibt es durchaus Möglichkeiten, als Terraner da mit Druck gegen vorzugehen, wenn man als Protoss nicht vorbereitet ist, wenn man dann normal weiterspielen möchte und sich nicht die Units dann rangeholt hat oder in dem Fall jetzt die Sentry. Ist ja sehr einfach, die Rampe hier zu blocken, Merli. Später wird es dann schwieriger, weil Drops sehr stark sind auf der Map. Also man hat es ja vorhin schon gesehen, die Wiege auch für Protoss, die er hat mit dem Warp Prisma, aber Terrane ja nun mal häufiger unterwegs mit Dropships. Und jetzt sehen wir den Pylon hier drüben, jetzt sehen wir den Hidden Tech auf jeden Fall von Velmu. Was wird's werden? Stargate, Dark Shrine. Auf jeden Fall das Council. Blinkstalker wären auch eine Option, aber ist nicht mehr so häufig gesehen. Also ich denke, ich tippen dürfte, würde ich sagen, eher die Dark Templar. Ist sich seiner Rolle als Underdog bewusst und nutzt natürlich das Ganze auch so ein bisschen aus, dadurch, dass keine Reaper da sind, ist das Scouting ein bisschen einfacher zu nein. Dazu auch noch der Stalker gewinnt das Duell gegen den Marine in der Mitte, klar. Ich meine, das Ding ist auch einfach mal um Vielfaches teurer. Mehr als dreimal so teuer. Ja, allein wenn man die Gaskosten rechnet. Ich also schon davon ausgehen, dass uns Stalker auch verdammt nochmal gewinnt. Und tatsächlich, der ist der Dark Shrine. Und da der Reaper. Scoutet hier ab, aber da drüben, da war er eben noch nicht. Also, da weiß er nicht Bescheid. Wozu auch? Gibt ja gerade akut keinen Verdachtsstim jetzt. Er wird dann höchstens feststellen, dass es hier in der Basis noch relativ mau aussieht. Vorausgesetzt, er kann überall abscouten und diese Nexus-Kanone sollte ihn zu denken geben, dass da irgendwas versteckt werden sollte vor ihm. Hier drüben könnte natürlich auch der Text sein, theoretisch. Aber auf jeden Fall hat der Protoss was zu verstecken und folglich jetzt die beiden Missile-Turrets. Also genial jetzt dieser Read im Endeffekt von Ryang. Ich meine, er hat gesehen, da ist eine Menge Gas genommen worden, hat womöglich auch das Gas da drüben gesehen. Dessen bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch das Fehlen von Tech, das Fehlen von Gebäuden, beziehungsweise vielleicht sogar eines Pylons. Also ganz, ganz starker Read jetzt
weiß Velmo noch nicht, dass da ein Missile Turret ist. Aber um sich komplett abzusichern, auch nochmal der Bunker. Sollte zumindest gebaut werden, die Marines allerdings im Weg. Jetzt wird er gesetzt. Marines nochmal auf dem Vormarsch und er schickt nicht beide ETs rein und zack, das war's nämlich schon mit dem ersten ET. Damit ist das hier faktisch abgewehrt. Die Robo unterwegs, das sollte natürlich das Warp Prisma geben, aber wie gesagt, auch hier hat er ja den Turret quasi angebaut. Noch nicht fertig, also das ist auch genial, weil er kann es jetzt noch canceln. Ja, hätte ja zum Beispiel ein Oracle kommen können, dann wäre das hier durchaus hilfreich. Hier nicht zwangsläufig. Jetzt kann er sich halt entscheiden, ob er es weiterbaut oder nicht. Wäre auf jeden Fall im Falle des Falles sofort gewappnet. Auch auf diese Idee muss man erstmal kommen, aber das sehen wir jetzt so nicht zum ersten Mal. Also das ist durchaus schon vorgekommen, dass Spieler genau das gemacht haben. Terraner. Natürlich, das ist der Vorteil, da kann man Gebäude kurz vor der Fertigstellung und dann hat man es quasi in Reserve und wenn man es nicht braucht, dann kriegt man das Geld quasi zurück. Oder zumindest einen Teil davon. Bisschen Verlust hast du ja immer. Ja, Combat Shield und folglich natürlich der Koloss-Tag, dadurch delayed. Jetzt wäre Ryang natürlich am Drücker in der Lage zu droppen. Das sollte von Velmo gesehen worden sein, dass hier zwei Medivacs unterwegs sind. Marine sogar hinterher mit Stim dürfte. Ja, sieht auch den Pylon da drüben. Probe kriegt er. Dritte Basis ist jetzt auch revealed, aber ich glaube, er hat das mit den Medivacs nicht mitbekommen. So scheint es zumindest. Jetzt wäre der Loadout da, jetzt sind die Stalker zur Stelle. Koloss, also mehr als ein Pylon dürfte da aber nicht drin sein. Müsste wieder ausladen und weg. Aber immerhin alles, was man gratis bekommen hat. Und auch hier der Pylon, also auch das dürfte er gesehen haben. Inzwischen der Turret tatsächlich sogar abgebrochen. Also trotz der akuten Gefahr von Dark Templern, aber da fühlt er sich sicher genug im Zweifelsfall. Ryang, das Spiel aktuell unter Kontrolle, im Supply führend. Das ist das, was du als Terraner auch nicht, beziehungsweise als Protoss nicht unbedingt möchtest, aber lässt sich hier kaum verhindern. Auch da stehen Medivacs parat. Oh, der Koloss wäre jetzt ein Ziel. Blink ist allerdings da und überhaupt Units, aber schönes Micromanagement hier auch von Ryang. Das schau sich doch mal einer an. Aber jetzt mit dem zweiten Koloss wird es endgültig zu viel. Trotzdem die Verluste vergleichsweise gering für das, was er hier bekommen hat. Auch da sieht er jetzt auch den Tech und kann diesen aus dem Weg räumen. Also schaut euch das mal an. Er hat jetzt ein paar Marines verloren an sich. Sonst nicht wirklich viel. Ein paar Stalker bekommen dafür. Und Velmo sogar im Supply-Block gerade. Verliert Twilight Council. Damit sind auch keine weiteren Upgrades jetzt möglich. Wäre jetzt gleich auf 1-1 dann stehen geblieben. 1-1 ist das auch, was vom Terraner kommt. Eine Mine mit dazu. Also damit im Tech wieder zurückgeworfen, Velmo. Ja, das Attack-Upgrade braucht noch ein bisschen. Also Terraner jetzt schon auf 1-1. Tatsächlich. Seit morgen ab 12 Uhr geht es dann weiter mit der DreamHack Open Stockholm. Ja, auch gut, dass er hier wirklich einen Observer hat. Also damit kriegt Velmo wirklich eine ganze Menge mit. Zeitgleich aber auch hier die Attacke mit zwei Minen. Fast schon eine kleine Falle gebaut. Die Force Fields und dazu der Drop hier drüben an der Natu zu erwarten. Eigentlich das Ganze aber zu wenig Units und die Minen haben ausgelöst. Und jetzt kommt da nochmal eine ganze Menge Schaden drauf. Die Minen haben ja auch jeweils einen Kill, sind immer effektiv, wenn sie in Gateways schießen können. Und einen Koloss will er auch noch haben. Ein Koloss, dazu geht's in der Natu weiter. Jetzt der Blink hinterher und er kommt nicht dran, er kriegt es nicht. Die Bilanz jetzt klar besser für den Terraner. Noch ist hier die Nexus-Kanone am Laufen. Könnte aber dann gleich in die Eco-Line gehen. Ich glaube, da wartet ihr noch ein bisschen auf den perfekten Moment. Das wäre jetzt ja nicht zeitig genug. Man wird das aber als ja, diese kleinen Punkte, man könnte es erkennen, aber wenn man da nicht drauf achtet, dann wollte hier die Mine eigentlich dran hindern. Muss sie jetzt retten. Da hat die Probe das versehentlich quasi
ausgelöst. Ja, und aufgrund der Kolosse, klar, dass da die Vikings kommen. Plus die 2-2 Upgrades gestartet. Twilight kannst du natürlich neu gemacht, aber es wirft einen schon zurück, wie bereits gesagt. 20 Supply nun die Führung. Der Rana theoretisch in der Lage, die vierte Basis zu nehmen. Für den Protoss wird schwieriger. Map Control liegt beim Terran. Da sind nicht wirklich Stalker vorhanden. Und das nutzen die Vikings jetzt auch eiskalt aus. Die nehmen den ersten Koloss raus. Nehmen jetzt den zweiten Koloss schon unter Beschuss. Hat jetzt auch ein paar Vikings verloren. War am Ende dann doch noch ein bisschen zu lange drauf. Aber zwei Kolosse jetzt getauscht gegen drei Vikings. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, kriegt auch noch den Observer mit und jetzt will er frontal drauf. Ist gerade das zweite Tech-Upgrade fertig geworden. Die Vikings wieder in der Lage, die Kolosse rauszunehmen. Gleichzeitig dann die Armee hinten auf dem Rückweg quasi, um nicht so sehr getroffen zu werden von den Kolossen. Die sind jetzt auch weg. Aber es ist noch ein bisschen was am Protoss-Gateway da. Das darf man nicht vergessen. Jetzt der nächste Koloss. Also da darf Ryan auch nicht zu stark rein. Jetzt vielleicht die Mine eingraben, wenn er das Micro dazu hat. Aber da läuft alles. Die Mine ist auch platt. Jetzt müsste boosten. Macht er auch und da kommen dann die Stalker nicht mehr ganz hinterher. Schließt hier gerade nochmal auf, das ist wichtig jetzt für Ryan. Der Angriff jetzt von Protoss darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Dann kriegt er nochmal ein paar Hits auf die Stalker, bevor es dann wieder weitergeht. Sollte aber auch nicht zu weit nach vorne jetzt gehen. Er scannt beide Spieler auf 2-2, drittes Attack-Upgrade gestartet, auch die Ghosts. Ja, wenn dann noch die MP sitzen, dann macht das die Protoss-Armee nochmal um vielfache Schwäche. Die Mine natürlich hier sehr, sehr tricky. Man kriegt damit einiges mit. Sieht sogar jetzt das Templar-Archiv im Bau. Und dann geht's wieder drauf. Koloss fällt binnen kürzester Zeit. Reicht das hier? Das sollte reichen, das muss reichen. Könnte sogar noch die Vikings landen, aber er zerflext direkt noch den nächsten Koloss, der gerade auf dem Weg war. Auf dem Highground, die Stalker, also alle down, die Mine steht halt immer noch da, weiß halt nichts davon. Es ist ein Stück weit offensichtlich, wie gesagt, wenn man drauf achtet, macht man jetzt in der Spielphase aber nicht unbedingt, dass man da seine Basis jetzt da so genau absucht. Und da wird es jetzt gleich, ja, da kam es jetzt gerade zur Explosion. Ich glaube, eine Probe ist es gewesen, die Widowmine da bekommen hat. Dadurch ist er immer im Bilde, was die Armee angeht, was die Upgrades angeht. Weiß auch, wo er scannen muss, tatsächlich. In dem Fall scannt er jetzt erstmal vor seiner Nase. Nicht, dass da ein Observer ist, dass der Protoss noch die Attacke kommen sieht. Aber das sieht jetzt ganz, ganz stark nach. Ja, und dann nochmal die Attacke hier. Nochmal ausgelöst, nochmal ein paar Einheiten angekratzt. Hätte natürlich ein besseres Ziel haben können als den Archon. Der Tag zur dritten Basis zwingt natürlich jetzt den Protoss zum Handeln. Vorne stehen die Ghosts, werden die ersten EMPs auch draufwerfen. Das passiert vor allem auch für die Archons extrem wichtig. Und der Koloss, der läuft einfach ins Verderben, ohne überhaupt einen Schuss abzufeuern. Das war nicht gut von Velmo, aber wir wissen, das ist vorbei. Das sind 180 Supply von Terraner, die einfach rüberrennen. GG und damit das 1-0 für Ryan. Weiter auf Merry-Go-Round, rechts oben mit Velmu von Team NRS und unten haben wir Ryan von Team Axiom. Das Team von Total Biscuit und seiner Frau. Quasi die Banes. Ryan gegen Jadong sah nicht gut aus. Der schien sehr, sehr gut vorbereitet und machte damit Lust auf die Form, die er 2013 hatte. Ja, und Velmu vielleicht der dritte Foreigner, je nachdem. Er ist der Underdog. Das ist ihm auch klar.
Aber deswegen hat er jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Und das macht ihn gefährlich. Auf jeden Fall sollte man nicht unterschätzen. Also Weimu kann es durchaus mit Korean mithalten. Das hat er schon öfter bewiesen. Ryang startet mit dem Reaper. Sollte natürlich aufpassen. Vorhin im Match war es ja auch Weimu, der seinen Tech versteckt hat. Würde das wieder tun? Merry-Go-Round ist auch anfällig für Drops, aber nicht so sehr wie zuvor Nimbus. Weil es ein bisschen schwieriger haben, aber die Map, beziehungsweise auch gerade die Mainbase, ist ja wieder groß. Deswegen wichtig, dass man sich da frühzeitig abdeckt, auch mit Pylonen. Ja, Blinkstalker haben es nicht ganz so einfach, aber es wäre möglich, beispielsweise diese zu spielen. Sehen hier anhand des Reapers, wie viel Platz er da wirklich hat. Jetzt da an den Mothership Core quasi vorbeizutanzen, zieht sogar die Probes raus, kriegt dadurch Mining Time, kriegt aber keine Probe. Wobei man auf diesem Niveau ohnehin nicht unbedingt davon ausgeht, dass man die Probe des Gegners bekommt. Oder überhaupt einen Worker. Sonst hätte ein Reaper nicht gereicht. Robo von Weimu, also er startet da durchaus etwas solider. Mit einer schnellen Robo. Jetzt dieser Tage nichts Ungewöhnliches. Er steht mit den Marines jetzt weit vorne, Weimu selber. Aber die Probe hat er versteckt. So, er weiß, wo sein Gegner sich befindet, weiß aber auch, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit einer Probe wirklich scouten kann. Also die Möglichkeit hält er sich auf jeden Fall offen für einen Hidden Tech. Weil es natürlich nur, welcher wird es werden. Ab einer gewissen Zeit wird es natürlich uneffizient, weil dann du deinen Gegner kaum noch überraschen kannst mit Möglichkeiten. Robo Bay auf jeden Fall weit weggesetzt vom Rest, dass du da nicht mit einem Scan erwischt werden kannst. Macht dich aber auch anfällig gegen einen Drop hier drüben. Also wenn Ryang früh droppt und er ist hier früh mit der Factory jetzt, wahrscheinlich dann im Anschluss mit dem Starport, dann könnte das Ganze wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Also beliebtes Ziel allemal, muss daher gut geschützt werden. Deswegen ist es eigentlich Pflicht, hier vorne einen Observer stehen zu haben. Einfach, weil es der Terraner sonst viel zu einfach hätte. Na, ähnlich jetzt Ryang gerade mit dem Reaper. Na, schaut sich nochmal um, sucht nach einer Möglichkeit. Ja, sicher, sicher. Weiß so auf jeden Fall, dass es nicht großartig rausgeht für den Protoss, aber das ist ja oft so. Starport gescoutet, gesichtet. Aber die Robobauzeit wird jetzt für Kolosse benötigt. Das kann sich nochmal rechnen, tatsächlich. Ja, das ist ein Observer. Wenn man aufpasst, also eigentlich könnte er ihn hier sehr, sehr gut sehen, weil er sich bewegt. Den müsste er eigentlich rausscannen, das hat er ja vorhin ganz gut gesehen. Jetzt auf der Position schon ein bisschen schwieriger. Man sieht, wenn er sich nicht mehr bewegt, erkennt man ihn einfach kaum noch. Deswegen sollte man als Protoss auch versuchen, den Observer so wenig wie möglich in Bewegung zu halten. Und an die wichtigen Stellen eben packen. Oder eben hier, wo er nicht so einfach rausgefokust werden kann. Eigentlich könnte er ja
Zumindest nicht von den Bodentruppen, da müsste man schon Vikings haben. Aber da ja auch für viele Terraner inzwischen Standard, dann kurz an der eigenen Basis zu scannen, bevor es rausgeht. Aber auch das ist wieder halt so der Punkt. Man macht das oft kurz, bevor es rausgeht. So, jetzt sieht er die Robo Bay. Droppt jetzt gerade mal mit den Minen hier rein. Versucht da Schaden zu machen, aber der Koloss ist auch zur Stelle! Und da darf tatsächlich sogar noch eine Mine auslösen. Zwei Kills. Sofort der Observer natürlich auf Chrono Boost gucken, ob die Mine dann noch wegkommt. Aber jetzt weiß er auf jeden Fall, was Wellm um Schild führt. Jetzt weiß er von der frühen Robo Bay gerade. Cooldown, das passt hier nicht. Ein paar Sekunden noch mehr. Wäre der Chrono Boost nicht gewesen, dann hätte es den Stalker wahrscheinlich auch zerlegt. Also Mine Drop kann auf jeden Fall effizient sein. Löst das Ding aus. Dann hat man ganz schnell auf die Kosten raus. Jetzt Vikings Bunker. Mir geht's mit den Kolossen hier zur Attacke. Wie gesagt, ein sehr frühes Timing mit External Thermalance, aber ohne Tech Upgrade gibt's jetzt noch die Halluzination. Und Ryang feuert sogar auf die Halluzination. Der Plan geht auf. Das heißt, da geht einiges verloren. Die Bunker hinten, aber er steht gut in der Konkave. Die Stalker kommen ein bisschen später zu. Und er kriegt die Kolosse. Wellmu kann sich hier nicht durchsetzen. Und jetzt sind die Bunker da und das war's. Quasi. Das war's hier quasi. Die Mine dazu ausgelöst. Noch 5 weitere Worker bekommen und noch nicht geklärt. Und die darf nochmal auslösen. Und das ist hier deprimierend auch. 2 weitere Kills. Die Zealots auch angehauen. Ja, aber das war auch gut gemacht von Ryang, der den Plan natürlich gewittert hat, als er die Robo Bay gesehen hat, sofort reagiert auch hatte. Und damit war dieser Überraschungseffekt vorbei. Jetzt klar, dass Wellmu noch kämpft, aber prinzipiell sollte Ryang ihn da nicht mehr zurückkommen lassen. Und er darf nochmal auslösen, jetzt sogar mit den ganzen Stalkern drin. 3 weitere Kills. Und das, was ich sagte, tritt ein, nur dass er jetzt die Robo Bay ignoriert. Dass er sich jetzt die Probe schnappt, weil es schneller geht, weil ja die Kolosse sowieso gefallen sind, größtenteils. Da sind nicht mal Kolosse da, großartig. Er holt jetzt ein Immo. Das Geld fehlt. Jetzt einen Worker bekommen. Dazu hier drüben nochmal die Vikings zur Stelle. Ja, was willst du tun? Er wartet hier so ein bisschen den Koloss, kriegt den Mothership-Core raus. Stalker und Blinker auch nicht schnell. Er hat ja generell keine Upgrades, das ist also sein Problem auch. Im Gegensatz zu der Zerana mit 1-1, dritte Basis hier drüben, Peile. Ja, gut, was willst du tun, ne? Es gibt stattdessen jetzt das Templar-Archive. Ja, durch die Vikings, die draußen sind, kann er sowieso keine Kolosse mehr holen. Das ist so ein bisschen die Bredouille, in der er ist. Aufgrund der Vikings keine Kolosse möglich. Dabei sind es auch nicht unbedingt die Templer, die du jetzt willst. Der Observer sieht, dass da jetzt der Turret gebaut wird und das lässt Ryang sehen, dass da überhaupt ein Observer ist. Ghost Academy vervollständigt den Tech. Wir haben jetzt einen 40 Supply Vorteil. Der Prot ist immer noch auf 3 Basen im Gegensatz zum Terraner. Auf 2 Basen im Gegensatz zum Terraner auf 3. Und das bedeutet auch, die Zeit läuft gegen Wellmu. Ah, schaut hier zur Sicherheit nochmal. Wird feststellen, keine dritte. Heißt natürlich auch, Wellmu muss sich für einen Angriff sammeln und hoffen, dass Ryang ein bisschen gierig spielt. Das tut er aber nicht. Start wird auch erforscht und es sind halt gleich schon die ersten Ghosts auch da. Sogar SCVs mit am Start. Und die Vikings können jetzt in aller Ruhe schauen. Das sind Zealots, das sind Immortal. Ja, versucht da jetzt gut ranzukommen oder die Templer hier zu erwischen. Storm ist auch noch nicht durch und er kriegt die Templer, bevor Storm durch ist. Ein Teil der Templer auf jeden Fall. Wieder gut gesehen von Ryang. Nicht zuletzt auch dank der Vikings und er wird gleich die Ghosts haben. Storm jetzt durch.
Und jetzt heißt es nochmal verteidigen, Velmu muss raus. Also er kann kaum etwas anderes tun. Die Vikings jetzt sogar noch auf den Boden geholt, die Ghost mit zur Stelle. Dass er den Kampf jetzt so nimmt, ist klar. Da ist Storm, wie gesagt. Und da sind die Ghosts und das war's, das war's. Das war die EP, der stimmt jetzt nachher, kommt da sowieso nicht mehr weg. Wenn man jetzt noch Vikings stimmen könnte, aber gut, das wäre zu OP. Die steht vorne, geklumpt, die EP sitzt. Und damit ist Velmu quasi raus aus dem Turnier, kriegt noch einen Storm. Aber diese Terranische Armee vernichtet den Protoss hier und damit alle Hoffnungen. GG Ryang siegt im letzten Spiel des Abends.